Die Notenbanken haben ein Monster geschaffen und dieses Monster gerät außer Kontrolle und rächt sich jetzt gewissermaßen an seinen Eltern, könnte man sagen. Wodurch haben die Notenbanken dieses Monster geschaffen? Nun, sie haben den Zins abgeschafft, damit jedes Risikobarometer abgeschafft. Jetzt steigen die Zinsen wieder wegen der Inflation und jetzt explodieren Geschäftsmodelle, die eben darauf basierten, dass die Zinsen so niedrig sind und die darauf angewiesen waren, noch irgendwie Rendite zu erzielen, zum Beispiel Pensionskassen, Pensionsfonds, die garantieren ja meistens, dass sie garantierte Auszahlungen machen, regelmäßige Auszahlungen machen mit einer bestimmten Rendite. Aber woher nimmst du die Rendite, wenn die Zinsen auf Null fallen, weil die Notenbanken eine ultralaxe Geldpolitik machen? Und dieses Monster, das wendet sich jetzt gegen die Notenbanken selbst, und jetzt müssen die Notenbanken im Grunde so weitermachen wie bisher, sonst kollabiert das System. Und warum das so ist, will ich gleich zeigen. Im mittelalterlich-jüdischen gibt es diese Figur des Golem. Man muss sich vorstellen, die jüdische Minderheit im Christentum, die sitzt in Ghettos. Da gibt es aber viele Schriftgelehrte, die den Talmud studieren, also praktisch die jüdische Überlieferung von Gelehrten studieren. Da entsteht dann eine Buchstabenmystik, die Kabbalah. Und einer der zentralen Elemente dieser Kabbalah, wenn man so will, ist diese Figur des Golem. Das ist praktisch ein Monster, ein Geist, der aber wie ein Roboter funktioniert, den also diese Schriftgelehrten praktisch steuern können. Also das ist so eine Art Allmachtfantasie von einer Minderheit innerhalb der christlichen Mehrheit, die faktisch komplett macht- und rechtlos ist und dementsprechend sich solche Fantasien, solche Allmachtsfantasien erlaubt. Und ein solcher Golem ist jetzt auch entstanden eben durch diese Nullzinspolitik. Nur macht dieser Golem nicht das, was die Schriftgelehrten wollen, respektive die Notenbanker wollen, sondern er wendet sich gegen sie. Und das sehen wir jetzt gerade in Großbritannien. Das Land, das im Grunde jetzt das neue Griechenland ist, könnte man so sagen. Nur ist Großbritannien eben viel, viel, viel systemrelevanter. Damals Griechenland in der Euro-Krise ja nur deshalb relevant, weil es ein Präzedenzfall war. Was ist, wenn ein Land aus dem Euro rausfliegt oder ausgeschlossen wird? Ansonsten war Griechenland faktisch ja ökonomisch oder auch in anderer Hinsicht nicht wirklich relevant. Aber Großbritannien ist relevant, nicht nur, weil viel mehr Menschen da sind, sondern weil eben auch mit London da der maßgebliche Finanzhub dieser Welt besteht. Und warum diese Lage jetzt so ist, wie sie ist, das kommt in einem Artikel wirklich paradigmatisch zum Ausdruck, was hier wirklich abgelaufen ist. Diese Pensionsfonds, wie gesagt, die haben Verpflichtungen, die haben Garantien gegeben, die müssen Renditen erwirtschaften. Wie willst du aber Garantien erwirtschaften oder Renditen erwirtschaften in Zeiten, wo es keine Renditen gibt, weil die Zinsen bei Null sind? Also musst du dir Geschäftsmodelle überlegen, wie das Ganze geht. Und da sind dann plötzlich so Firmen wie BlackRock eingesprungen oder auch Schroders, die haben gesagt, pass mal auf, wir haben hier interessante Pläne, interessante Geschäftsmodelle. Und die basierten darauf, dass eben diese Pensionskassen sich Geld besorgen konnten, als Sicherheitsstaatsanleihen hinterlegten, und alles war schick. Mit diesem Geld konnte man wieder weiterarbeiten und war abgesichert gegen diesen permanent fallenden Zinsen, die ja dann zu Nullzinsen geworden sind. Das Ganze ging so lange gut, bis es eben nicht mehr gut ging, als eben dann die Renditen stiegen für diese Staatsanleihen. Die Zinsen stiegen aufgrund der Inflation, dann wird praktisch diese Sicherheit weniger wert. Und jetzt sind diese Pensionskassen in einer Teufelsspirale. Ihre Sicherheiten werden weniger wert, also müssen sie diese Anleihen, die als Sicherheit fungieren, verkaufen, um Cash zu generieren, um dem Margin Call zu begegnen. Und dadurch verschlimmern sie das Problem noch weiter, weil eben dann die Renditen weiter steigen. Also, das sind diese sogenannten LDIs, Liability Driven Investment Vehikel, könnte man sagen. Da kam dann BlackRock und andere, wie gesagt, und haben gesagt, pass mal auf, wir haben da was für euch. Und böse Zungen sagen ja, es war BlackRock, die gedroht haben, wir werden komplett den Handel in UK einstellen, nämlich gegenüber der Bank of England, wenn ihr nicht irgendetwas tut. Und siehe da, die Bank of England hat was getan. Warum sind die so dick geworden? Eben, weil es keine Renditen mehr gab. Also waren diejenigen, die zu solchen Auszahlungen verpflichtet sind, irgendwie auch gezwungen, da reinzugehen. Das heißt, die Notenbanken haben mit ihrer Nullzinspolitik faktisch diese Player in diese Geschäftsmodelle gezwungen. Und jetzt müssen die Notenbanken, wenn sie das System nicht gegen die Wand fahren wollen, eben diese Player wieder praktisch ausbailen. Denn
Die sind schlichtweg systemrelevant. Da hängen die Renten von Millionen von Menschen dran. Da kannst du nicht sagen, ach, dann gehst du halt pleite. Das wird nicht funktionieren, zumal eben die auch systemrelevant sind. Da gibt es Vernetzungen. Wenn der kippt, dann kippt der andere und so weiter. Das kennen wir, pardon, aus der Lehman-Krise. London aber, ich hatte es vorhin erwähnt, ist eben wichtiger als Griechenland. Es ist das größte Finanzzentrum der Welt. 2015 New York überholt. Nicht nur, dass da viele Börsen sind, Metallbörse. Es ist die Hauptstadt der Derivate. Es ist die Hauptstadt des Devisenhandels. Und es ist faktisch der Hub der Welt für den Dollar. Die Länder, die Institutionen, die Dollars brauchen, die gehen nicht nach New York, weil da die Vorschriften viel rigider sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum London so wirkmächtig werden konnte, weil man eben in der Thatcher-Ära die Vorschriften so, Regularien so lax gestaltet hat, dass da viel eben möglich war. Daher die Derivate-Struktur, daher auch der Forex-Handel da angesiedelt. Und wenn irgendwer sich Dollars besorgen will, Fremdwährungen braucht, also Dollars braucht, vor allem, der geht nach London und eben nicht in die USA, weil er es da viel leichter eben bekommen kann. Und daher ist London eben absolut systemrelevant. Big Bang, so hat man das genannt. Das war praktisch die große Deregulierung unter Thatcher, die das Ganze ermöglicht hat. Und jetzt ist die Situation so, dass zunächst mal die Bank of England ja gestern in Gestalt von Bailey gesagt hatte, also ihr habt noch 3 Tage Zeit, ihr lieben Pensionsfonds, dann müsst ihr selber klarkommen. Dann gab es einen Artikel in der Financial Times, der behauptete, naja, also die Bank of England hat schon gesagt, das geht schon weiter, wir werden euch weiter ausbailen. Dann ein Sprecher der Bank of England heute Vormittag, nö, nach 3 Tagen wird wirklich die Unterstützung durch die Bank of England verloren gehen. Daraufhin sind dann heute natürlich wieder die Anleiherenditen aus Großbritannien, dem neuen Griechenland, gestiegen. Und so musste Kwarteng, der Finanzminister, wieder einschreiten und sagen, okay, ich habe jetzt wieder neue Mittel bewilligt, die Bank of England kann doch wieder ein bisschen kaufen. Also wir sehen, wie dramatisch die Situation ist, wie stark die Notenbank hier gezwungen ist, wirklich zu agieren. Hier sehen wir mal die Gilts, also die langlaufenden britischen Staatsanleihen, dann wieder stark nach oben gegangen. Jetzt hat heute die Londoner Börse die Margin Requirements angehoben, also das wird jetzt immer enger, diese ganze Geschichte. Und die einzige Lösung, die Mohamed El-Erian ins Spiel gebracht hat, ist, dass die Truss-Regierung im Grunde komplett in Sack hauen muss, ihre Pläne eingraben muss, denn das war der Ursprung dieser ganzen Geschichte, der die Renditen britischer Anleihen nach oben gebracht hat. Und möglicherweise ist diese Drohung von Bailey, des Notenbankchefs von England, oder der Bank of England, die ist daraufhin gerichtet, dass die Truss-Regierung immer mehr unter Druck kommt und sagt, okay, wir stellen unsere Pläne erstmal hinten an. Hier sehen wir mal die Entwicklung dieser britischen Gilts. 52,3% seit Dezember 2021 verloren. Eine ganze Dekade ist hier praktisch weggespült worden an Gewinnen, denn eins ist ja klar, wenn die Anleiherenditen fallen, dann steigen die Kurse. Wir haben eine beispiellose Hosse bei den Kursen von Anleihen gesehen. Natürlich ist das eine Blase gewesen. Jetzt sehen wir einen Crash, aber hier ist Systemrelevanz. Das werden sich die Notenbanken nicht erlauben können, da einfach zuzugucken. Wir sehen schon auf der anderen Seite jetzt, dass etwa die Liquidität an den Anleihenmärkten extrem gering geworden ist. Wir sehen Stress im System. Wir sehen jetzt, dass die Liquidität von britischen Staatsanleihen geringer geworden ist als von italienischen Anleihen. Alle Welt hat ja noch über Italien gesprochen und die Renditen dort. Hier sprechen alle über die britischen Renditen. Und by the way, es gibt da noch einen anderen Problemkandidaten, der uns bald auch begegnen wird, das sind die Japaner. Da ist etwa die 10-jährige Staatsanleihen, die emittiert wurden, die haben jetzt 4 Tage hintereinander keinerlei Handel gesehen, Umsätze null. Das zeigt, wie krass die Situation geworden ist, wie stark hier die Liquidität ausdünnt, und das sind systemrelevante Märkte. Und kommen wir jetzt mal zu unserer glorreichen EZB. Die steht möglicherweise vor einem ähnlichen Schicksal. Die sagt jetzt, wir haben begonnen zu diskutieren über Quantitative Tightening, also Reduzierung der Bilanzsumme. Will be very short talks, sagt Zero Hedge. Guckst du die Bank of England? Also die Gespräche werden sehr kurz sein und dann wird man sie wieder einmotten müssen. Holzmann, der Österreicher, hat es gesagt, okay, wir werden jetzt noch einmal die Zinsen um 75 Basispunkte und dann um 50 Basispunkte anheben, also 1,25%. Und Knot, der Holländer,
hat gesagt, ja, es gibt das Risiko, dass die Fiskalpolitik, die ja tendenziell Liquidität wieder ins System spült, aus Gründen der Energiekrisenhilfe, dass das wiederum inflationär ist und dann wiederum die Notenbanken selber nochmal zur weiteren Anhebung der Zinsen praktisch zwingt. Hier sehen wir eine Karikatur, Inflation, die brennt. Und dann more spending, spending, also praktisch Ausgabenpläne der Regierungen. Die Amerikaner haben Genies wie Kashkari, das ist sozusagen der Golem aus Fleisch und Blut. Der sagt, ja, der starke Dollar, der macht diese Inflation etwas weniger stark in den USA. Aber naja, man könnte als Subtext wie Zero Hedge dann eben auch sagen, er bläst die Restwelt in die Luft, könnte man sagen. Er führt zu massiven Schwierigkeiten. Und Kashkari sieht auch zwar einen Housing Downturn, aber doesn't see a hard crash. Da bin ich mal gespannt, wie lange dieser Satz stehen bleibt, an den wird man sich dann noch lange erinnern. So oder so, diese steigenden Renditen heißen steigende Kreditkosten. Hier sehen wir etwa mal Österreich, da verdoppeln sich die Kosten des Zinsdienstes in den nächsten Jahren. Allein im nächsten Jahr wird sich das verdoppeln von 4,5 auf 9 Milliarden Euro, die Österreich hier berappeln muss. Und das gilt ja für viele Staaten in ganz ähnlicher Form. Und das in einer Situation, in der immer weniger Menschen aktiv arbeiten. Hier sehen wir mal den Change in Working Age Population, also in der arbeitsfähigen Bevölkerung. Und da sehen wir fast überall ein ganz, ganz dickes Minus. Deswegen sagt Daniel Eckert, ohne Staatsfinanzierung über die Notenpresse geht es nicht. Großbritannien als finanziell anfälligster G7-Staat und schwaches Glied der Kapitalmärkte zeigt, wohin die Reise geht. Ja, und die Reise geht auch in Deutschland in Sachen massiven Verlusten. Wir sehen auch hier eine Art der Rentencrash. Auch hier die Gewinne der letzten 10 Jahre bei der deutschen Bundesanleihe etwa verpufft. Und böse Zungen sagen, naja, das Fiat-System will leave the great majority of the people with nothing. Ja, muss man mal drüber nachdenken. Thorsten Pollert, ja, Vertreter der österreichischen Schule, den ich auch schon mal bei Boom & Bust im Interview hatte, sehr feiner Mensch. Der zeigt hier, dass das vielleicht eine systemische Krise werden kann. Und kommen wir nochmal zurück zum anderen systemischen Krisenfall, über den bisher noch relativ wenig geredet wird. Das ist der Japan. Die betreiben ja noch nach wie vor QE. Also die sagen, wir bleiben bei dem Golem, den pumpen wir weiter auf. Und wir sehen Dollar-Yen jetzt mit neuem Hoch. Es geht immer weiter nach oben. Da fliegt bald was in die Luft, auch in Japan. Nochmal zurück hier zu dem Marktgeschehen. Heute so ein bisschen zittriger Handel. Heute im Fokus die Erzeugerpreise. Die waren in der Headline-Zahl höher, aber in anderen Parametern sogar niedriger, etwa Kernrate zum Vorjahresmonat. Also wirklich keine Zahl, über die man sich Sorgen machen muss, aber es zeigt die psychologische Verfasstheit der Märkte, dass sie dann gleich wieder gefallen sind. Renditen rauf, Dollar rauf, Aktien, Futures runter. Das zeigt so ein bisschen die Panik, die im System ist. Und Panik bekommt auch uns Robert. Der hat jetzt gesagt, we will have negatives Wachstum. Gell, aber Hauptsache Wachstum. Negatives Wachstum ist ja auch ein Wachstum in irgendeiner Form. Und zwar in Q3, Q4 und Q1 im nächsten Jahr. Also, dass der Mann so weit schauen kann. Ne? Das ist ja Leistung. Gleichzeitig ein weiterer Anstieg der Energie. Hu Xixin, der Propagandist der Kommunistischen Partei Chinas, sagt, ja, das sind alles die bösen Amerikaner, die wollen 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen, Russland, Europa und eben China schwächen. Dirk Müller vertritt ja etwa die These, dass die Amerikaner ihre Zinsanhebungen machen, um China als Konkurrenten auszuschalten, ein bisschen weit hergeholt. Die reagieren schon auf ihre eigenen Belange. Und ob es im Interesse der Amerikaner ist, Europa zu schwächen, wage ich auch mal zu bezweifeln, denn da macht man viel zu viel Geschäft. Wir sind für die ziemlich systemrelevant, wenn wir absaufen haben, die auch ein Thema, darf man nicht vergessen. Und wir saufen relativ konstant ab. Das liegt auch an der grandiosen Führung der Grünen. Hatte ich das hier? Nee, das ist bei einem anderen Folie. Jedenfalls BASF mit der Gewinnwarnung. Steigende Kosten, Energiekrise, Nord Stream-Abschreibung führt dazu, dass der größte Chemiekonzern der Welt ein Problem hat. Hier sehen wir das. Witz des Tages, für Klimaschutz sein und die Grünen wählen. Also die Grünen sind ja inzwischen die CO2-Partei, die Kohlepartei, könnte man sagen. Hauptsache keine Atomkraftwerke. Also da ist man ja sektenhafter als jede Sekte. Da kommt dann eine Gestalt, eine 19-Jährige daher,
mit Asperger und sagt, also an eurer Stelle würde ich die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Das sagt im Grunde alles. Und Michael Schellenberger zeigt hier, dass die hohen Kosten, die wir den Tankstellen bezahlen, nicht aufgrund der Tankstellenbesitzer-Gier etwa entstanden ist oder der Raffinerien, die hier so gierig sind, sondern weil wir politisch gewollt eben die Investitionen in fossile Energieträger verhindern, bestrafen wie die EZB. Wenn da etwa Gelder, wenn Banken hierzulande Gelder in Firmen stecken, die eben solche fossilen Energieträger fördern, dann werden die abgestraft. So einfach ist das. Und dann wundert ihr euch über hohe Kosten und Inflation. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es ist grotesk ohne Ende. Abschließende Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Fallende UK-Anleihen treiben Bank of England weiter in die Enge. Was ist da los? Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Gazprom-Chef Miller, deutsch-russische Herkunft übrigens, sagte, Europa könnte trotz voller Gasspeicher frieren in diesem Winter. Warum lesen Sie in diesem Artikel? Und dann vor den morgigen so wichtigen Inflationsdaten aus den USA. Angst vor dem nächsten Schock ist groß. Alle sind irgendwie panisch, alle sind irgendwie in Angst. Also drei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Und ich empfehle mich jetzt und sage Servus und Ciao. Morgen Videoausblick. Dann nach den Inflationsdaten, so schnell ich es irgendwie hinkriege, also früher Nachmittag, dann nochmal ein Markeflüster. Am Freitag dann bin ich nicht am Platze. Ich sage Servus, Ciao.